Einen wunderschönen guten Morgen vom Frankfurter Flughafen. Ich habe eben gerade hinter mir meinen Rucksack abgegeben und für mich geht es nach Virginia Beach. Und ich nehme euch mit, die nächsten 4 Tage die Stadt zu erkunden und ja, den mega langen Beach zu sehen, genießen, die Sonne. Also komm mit mir mit, steig ein ins Flugzeug und auf geht's. Wunderschönen guten Morgen von Virginia Beach, der liegt direkt hinter mir, der Virginia Boardwalk, den seht ihr auch direkt, da laufen schon ganz viele Leute morgens entlang, spazieren oder joggen. Ich werde ihn jetzt auch entlang laufen und alle Sehenswürdigkeiten, die es einfach gibt, ablaufen mit dir. Ich nehme dich mit, also lass uns zusammen den Boardwalk in Virginia Beach erkunden. Let's go! Ich bin jetzt den Boardwalk vom Hotel entlang gelaufen und bin an meiner ersten Sehenswürdigkeit angekommen, und zwar der Norwegian Lady. Das ist eine Bronzefigur und das hat das auf sich, dass praktisch hier hinter mir ein norwegisches Schiff untergegangen ist und die Galionsfigur hier angespült wurde. Und die hat man damals hier aufgestellt einfach und ja, die ist natürlich irgendwann mal kaputt gegangen, weil sie aus Holz war. Und dann wurde ein Replika gemacht von den Norwegern und ist hier aufgestellt. Ja, das ist das zu dieser Norwegian Lady. Aber direkt dahinter ist der Navy Aviation Memorial Park oder so ähnlich. Habe ich selber nicht gewusst, eben gerade gesehen. Das sind vielleicht nur 10 Meter. Das ist der hier. Und wenn man jetzt so läuft, sieht man die Norwegian Lady hier. Ach, der Navy Aviation Monument. Ja, da laufe ich jetzt nochmal durch und das schauen wir uns mal zusammen an. Nur ein paar Meter entfernt von der Norwegian Lady gibt es ein Fahrradverleih. Da werde ich mir jetzt ein Fahrrad ausleihen. Der ist hier an der Ecke. Denn das Wunderbare an dem Boardwalk ist, man hat seine 12 Meter Fußgängerfläche. Und dann gibt es nochmal hier, sieht man, extra einen Fahrradweg nebendran. Und das ist natürlich super, denn dann kommt man sich nicht in die Quere und muss nicht immer um die Fußgänger herumfahren. Und die fühlen sich auch nicht genervt. Also gehe ich mir jetzt mal mein Fahrrad holen. Eine weitere Sehenswürdigkeit hier ist der Virginia Legends Park, und das Interessante daran ist, da wählen Bürger ihre eigenen, ja, Mitmenschen oder Leute, die was für die Stadt
machen. Und ja, die kommen dann hier praktisch so in diesem oder werden in diesem Park verewigt. Ich schaue mir das mal an. Das ist natürlich jetzt nicht der Highlight auf einer Sightseeing, aber auf alle Fälle ist es doch mal was anderes. Und ich finde es schön, dass auch ja, soziales Engagement ja gewürdigt wird. Und da gibt es ein Komitee, wie gesagt, und die wählen die dann immer. Also ich laufe da jetzt mal durch und ich bin gespannt, ob ich irgendwie einen berühmten Namen sehe. Lass uns losgehen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Edgar Allan Poe hier in Virginia Beach gelebt hat oder auch ja, hier geboren ist. Das muss ich mal nachlesen. Auf alle Fälle, den kenne ich. Und hier oben, den Herrn, kenne ich auch, den Bill James Robinson. Ja, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass diese zwei Amerikaner hier in Virginia Beach gewohnt haben. Ich gucke schon mal auf die nächsten Namen hier, aber auf den Tafeln. Die sagen mir alle nichts. Es ist halt ganz lustig, mal durchzulaufen und ist direkt, nicht mal so 50 Meter vom Beach, vielleicht 60 Meter vom Beach entfernt und auf alle Fälle mal einen kurzen Abstecher wert. Lunchtime. Ich stehe jetzt hier an der 5th Street und hinter mir ist das Waterman's Grill and Surf Restaurant und das wurde mir empfohlen und ich soll da unbedingt mal reingehen. Also lass uns zusammen jetzt zum Lunch gehen und mal schauen, was es Leckeres gibt. Sind Hush Puppies, weil die bestehen aus Korn und sehen so aus und sollen total lecker sein. Also probieren wir mal. Very good. Das sind die perfekten Starters vor dem Essen. Und dazu gibt es einen ganz leckeren Drink. What is the name? Orange Crush. Orange Crush. Orange Crush. Signature Cocktail. Der ist ganz typisch für hier. Mmh. Yes. Oh yeah. Yeah. It's great. It's like orange, fresh orange. They use fresh oranges, fresh squeezed yeah. for every drink. Ah yeah. It's and very good. Triple sec. Special vodka and a little bit of Sprite. That's what that's made of. Yeah. It's very good. Yeah. Also, wer hier mal zu Waterman's kommt, der sollte den auf alle Fälle probieren. Cheers! Übrigens, ich stelle gerade mal vor, weil wir gerade so uns unterhalten. Das ist Kelly. Hi! Ja? Guten Tag! Sie ist vom Tourism Board hier. Und ja, wir haben uns mal getroffen zum Lunch. Also, wir werden uns mal schmecken. Das ist jetzt der leckere Thunfisch. Oh ja, yeah, very good. I like it more. Oh, it's very good. Und die Sonne kommt jetzt wieder raus. Eben hat es kurz geregnet, mal ein paar Tropfen. Und jetzt scheint die Sonne wieder. Naja, bei so einem leckeren Essen kein Wunder. Thank you.
nächste Highlight wartet auf mich, das ist Waterman Spirits. Hatte ja auch diesen Orange Crunch Cocktail in dem Waterman's Surf Grill Restaurant. Und ja, hier wird das wohl hergestellt oder zumindest der Showroom. Ich bin gespannt, was es drinnen zu sehen gibt. Vielleicht gibt es ja auch noch mal was zu kosten. Also, lass uns reingehen. Das ist jetzt The Bee, das ist mit Orange Crunch Wodka und einem Espresso und Cinnamon Syrup. Es ist richtig lecker, so habe ich das auch noch nie getrunken und kann ich nur empfehlen. Bisschen weihnachtlich, aber sehr lecker. Am Nachmittag musste ich zurück ins Hotel. Mein Rucksack hat auf dem Hinflug gleich 2 Nächte in Washington verbracht und sollte eigentlich da sein, aber er wurde erst am nächsten Tag nachgeliefert. Das Hotel war super und gab mir ein paar T-Shirts aus dem Lost and Found, die ich jetzt schnell in die Waschmaschine und den Trockner schmiss, um ein frisches T-Shirt anzuziehen. Danach ging es weiter zu einer Attraktion in Virginia Beach. So, der Tag 1 neigt sich langsam dem Ende zu und ich will jetzt nochmal in die Geisterbahn oder sowas ähnliches gehen. Das Nightmare Mansion ist wohl so eine Art Geisterbahn, wo aber echte Leute die Leute, Besucher erschrecken. Also lass uns einfach mal reingehen und schauen, wie es wird. Also ich war drin in diesem Nightmare Mansion und muss sagen, also für Kinder ist es nichts. Schon gruselig gemacht. Man läuft so ungefähr 10 Minuten durch. Also ich war nach 10 Minuten durch. Ja, es gab, glaube ich, gezählt habe ich 2 Leute, die mich erschreckt haben. Und ansonsten sind es wirklich gut gemachte so Puppen und Szenen. Ja, also war schon irgendwie nicht schlecht. Also ein nettes Ding, kann man auf alle Fälle mal reingehen. Videos und Fotos durfte ich leider nicht machen, aber das ist eigentlich auch verständlich. Denn ja, es wäre ja auch blöd, wenn du jetzt schon den Weg sehen würdest oder ja, wie man erschreckt wird. Also, wenn du hier bist in Virginia Beach und Lust hast, dich einmal so richtig ja, erschrecken zu lassen, dann kannst du dorthin gehen. Also, ich fand es nicht schlecht, war sehr lustig und gut. Gekostet hat es übrigens $14. Also, jetzt geht's weiter. Noch den Abend ausklingen lassen und ja, ich gehe nochmal zu dem Waterman Springs, noch was trinken, bevor es dann heim ja, ins Hotel geht. Yes. You're already a friend.
erste Tag geht jetzt zu Ende und mit einem Painkiller werde ich den beenden. Dann bin gespannt auf morgen. Gibt es aber auch wieder viele tolle Sachen zu erkunden. Ich gehe mit den Delfinen schwimmen und den Rest verrate ich noch nicht. Also bis morgen. Sehr lecker. Was erwartet dich am zweiten Tag in Virginia Beach? Klar verrate ich dir das, aber das Schwimmen mit den Delfinen musste ich auf den vierten Tag verlegen, da das Meer zu aufgewühlt war. Das macht aber nichts, denn es gibt so viele Sehenswürdigkeiten und To-Dos in Virginia Beach, dass mich ein wunderbarer Erkundungstag erwartet. Ich möchte mit dir und dem Fahrrad den Leuchtturm Cape Henry Lighthouse und den First Landing State Park erkunden. Ein weiteres Highlight wird die Oysterboat Tour und den Absacker am Abend gibt es bei der Tranish Truth Distilling Company samt Führung. Dir hat das Video gefallen? Dann freu dich auf das nächste Abenteuer. Lass ein Like da und klick auf Abonnieren. Das ist völlig kostenlos und es hilft mir weiter.